Und herzlich willkommen zu meiner Rückkehr. Klingt ein bisschen bescheuert, aber ja, ich bin wieder da, ich bin endlich wieder da. Und jetzt wird losgefeiert. Ich würde sagen, wir starten noch gleich mal mit einer Schmackotaste Runde DDT. Und was ich sagen wollte, was ich heute sagen wollte, ist, ich habe einen neuen PC gekriegt zu Weihnachten. Gestern auch. Ich nochmal frohe Weihnachten. Und auch mal was Neues. Ja, ich habe halt einen neuen PC bekommen. Und es kommt das Beste. Eine geile, richtig geile. Weiß nicht, wie die heißt. Devastator 2. Weiß ich nicht so, aber die heißt immer mit Devastator. Also so ähnlich heißt die, glaube ich. So eine Tastatur bekommen, die leuchtet mega geil und die Maus ist auch mega, mega geil. Also, ich empfehle euch diese Maus und diese Tastatur, weil die sind echt mega geil. Dann habe ich noch, naja, neuen PC-Programm habe ich ja schon erzählt. Ja. Und der PC, Alter, der ist halt jetzt sehr gut. Der wurde dann vom, das sag ich jetzt nicht, von wem zusammengebaut. Auf jeden Fall, der wurde zusammengebaut. Und das Geile ist ja, ich konzentriere mich hier gerade. Das Geile ist, der hat, was weiß ich, der hat auf jeden Fall eine mega gute, krasse Grafikkarte. Ihr seht es auch schon in Minecraft oder so. Ich habe viel mehr FPS. Und ich kann auch mit Shader spielen. Das wird auch demnächst so ein Projekt kommen, wo ich allein auf einer Insel bin. Ja, guck dir. Oh, okay, das waren nur meine Teammates. Wo wir auf so einer Insel sind und wie wir da am ehesten überleben müssen. Ich konzentriere mich hier gerade. Komm, oh, das ist so ein Hurensohn. Dann kommt er wegen dir, du Vollidiot. Ah, fuck. Okay, so. Und zack. GG. Und die Tastatur leuchtet vor allem rot. Die leuchtet mega krass rot. Also zwischen den Tasten natürlich. Nicht so in den. Und diese Maus. Oh, ich liebe die jetzt schon. So, ich muss natürlich heute noch alles installieren. Also ich musste, hab den heute aufgebaut. War fast den ganzen Tag weg. Naja, 3 Stunden war ich weg. Ist jetzt nicht komplett großartiges und dann habe ich den halt zusammengebaut und deswegen mache ich jetzt auch dieses Rückkehrvideo. Auf jeden Fall, ja, macht mir jetzt wieder Spaß. Also so schnell kann dieser PC nicht kaputt gehen, ne? Du geiles Ding. Ich klinge voll schwul irgendwie. Was ist an schwul so schlimm, ne? Das werden sich jetzt ganz schön viele denken, oh, der ist schwul, oh, der ist eklig. Nein, also schwul ist nicht schlimm. Also falls jemand denkt, schwul ist, das ist so da eklig, nein, das ist nicht schlimm. Also es ist ganz was Normales. Ihr könnt auch eure Lehrer fragen. Oder wer, falls ihr noch in der Schule seid. Auf jeden Fall ist schwul nicht schlimm. Es ist was Normales. Okay. Und ich war noch zweimal erkältet, als ich weg war. In der Zeit auf YouTube, also die 2 Monate. Ich war ja Wochen, Monate weg. Ja, wie schon gesagt, 2 Monate nur. Macht gar keinen Unterschied, ob es jetzt 1 Monat oder 2 Monate waren. Ja. Jeden Fall habe ich jetzt mega Bock durchzustarten. Oh, ich bin Inno. Dann gehe ich direkt mal in den Tester. Peace. Ich bin nicht.
Bist du eigentlich behindert im Kopf, du was weiß ich, Spast? Das ist jetzt der. Hä? Ich war in Inno, okay. Na, kann man nichts ausmachen. Die Leute haben einfach kein Gehirn. Also. Von daher, so, was spielen wir denn jetzt mal Schönes zum Aufwärmen? Ich hätte mal wieder Bock auf eine große Karte. Vor allem, es macht gar keinen Sinn, wenn er mich gerade getötet hat und gesehen hat, dass ich im Dings war. Im Tester. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das macht so null Sinn. Oh, 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 ich glaube, ich gehe mal Team Rot, weil die sehen mir stärker aus. Ah ja, Candy, ah ja, Candy, die Map Candy, die habe ich schon immer gemocht. Ja. Nun, leider ist was Blödes passiert. Ne? Ich habe ja einen neuen PC bekommen, dadurch war alles weg, was ich auf meinem alten hatte. Und daher kann ich jetzt, ist jetzt alles weg, was ich bisher in Minecraft geschaffen hatte. Also meine ganzen Welten. Mein Server war auch weg. Ja, klar, 2 Monate. Ich hatte den nur so 1 Monat gekauft. Ja. Und von daher, ja, das ist halt blöd. So, dann starten wir mal durch. Und ich habe wieder alles in Minecraft eingefügt. Also hier. Labby Mod und Respawn, Dings, der Wumms, Texture Pack. Nur, ich muss mich halt noch an die Maus gewöhnen, das ist ein Problem. Na, da, genau. Mein Stuhl, also mein Stuhl habe ich nicht neu bekommen. Also, das ist immer noch der alte. Das war gar nicht. Na, Aufnahme läuft noch, okay. Das her. Das wäre jetzt mal mega kacke gewesen, wenn die Aufnahme auf einmal flutsch gewesen wäre. Also futsch. Na fuck. Ich muss mich erstmal an die neuen Sachen hier gewöhnen, Tastatur und Maus. Entschuldigung. Hat man vielleicht nochmal gehört, dass ich noch ein bisschen husten habe. Ja, von ein bisschen Husten lasse ich mich hier nicht aufhalten. Oh. Da wäre ich auch was schon wieder runtergefallen. Ah. Ach, wartet mal kurz. Okay. Diesen Abschnitt immer erfassen. Ja, okay. Das dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Warte, können wir ja. Okay, geht. Das habe ich ja ganz vergessen. Dass ich Einrastfunktionen aus- und anmachen muss. Und ich habe Stevies im Team. Aber die waren, glaube ich, vorhin keine Stevies, wenn ich mich recht erinnere. Da haben sie sich wohl. Na, ein kleiner Bug. Schätze ich mal. Was machen die Schweine denn da? Kommt her, ihr Schwein. Ihr Schwein, ja toll. Ah! Hurensohn. Kleiner Hurensohn. Können wir ja gleich mal schreiben. Ah, wann mache ich eine Sonne ist? Zwar in. Sag ich mal. Mhm.
So. Es ist keine Werbung, ist keine Werbung. Ist auf keinen Fall eine Werbung. Ist einfach nur eine kleine Erinnerung. Helft mir. Ah, fuck. Steht doch nicht da so blöd. Okay. Ich glaub schon. Die stehen da nämlich so blöd rum, wie so beknackte Spanner, Alter. Die haben echt ein Problem, Mann. Was ein Jungsgeschisse. Gerade nur ein Beleidigung. Und nur ein Boss-Spam, der Typ da. So, was machen wir denn jetzt? Mal schönes. Okay, ich glaube, hoffen wir, mein Mate hat Gold. Nee, zu Gelb gehe ich nicht. Ich gehe zu Blau. Ah, Scheiße. Dann lief ich die Runde halt. Das war's mit diesem kleinen Rückkehr-Video, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht euch noch einen schönen Abend. Und frohes Fest noch. Ciao.